Ihr Lieben, es ist Ostern. Ich bin hier in Thailand am Floated Market. Schaut mal, wie es hier ausschaut. Hier mal ein bisschen hier scharf stellen. Und ja, ich habe mir sogar früh am Morgen was rausgelassen. Es ist gerade mal 9:30 hier. Und die Leute, die ballern sich alle schon Fisch und Muscheln und Krams rein. Ja, ein bisschen früh eigentlich für mich für so ein Krams. Aber naja, man macht das halt alles mal mit. So, jetzt wollte ich euch mal ein bisschen was erzählen. Ostern. Ich habe so ein interessantes Erlebnis gehabt mit meinem Sohnemann. Der sagte zu mir letzte Woche, oh, Daddy, das ist der schlimmste Tag überhaupt auf der ganzen Erde, den es gegeben hat, das mit Ostern, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und ich musste ganz kurz nachdenken und dann mich daran erinnern, ich hatte mir irgendwann mal den Film angeguckt, The Passion von Mel Gibson. Ein Film auf jeden Fall, sollte den jeder sich angucken, zumindest wenn du über 18 bist. Davor, ja, ja, ist halt schon ein bisschen hardcore. Aber ja, als ich diesen Film gesehen habe und gesehen habe, wirklich, was da abgegangen ist, bei dieser ganzen Kreuzigungsszenerie, du, da habe ich echt einen Ärger gehabt. Ich wäre am liebsten in den Film reingegangen und hätte den Römern so richtig mal eine auf die Fresse gehauen und vielleicht auch nochmal den Pharisäern, die hätte ich auch nochmal ganz gerne ordentlich durchgemöbelt. Aber ja, für Gott und für Jesus war das ein schrecklicher Tag. Warum? Das war der Tag, wo sie voneinander getrennt worden sind. Und ich stelle mir das auch wirklich für Gott wie so ein Albtraum vor. Das wäre immer, wenn wir Ostern feiern und wir genießen das und haben große Party und so weiter. Aber vielleicht kommen bei ihm dann wieder also diese alten Gefühle und Gedanken hoch. Hey, ich wurde getrennt von meinem Sohn. Was hat das für ihn ausgemacht? Ich meine, mal dir doch mal eins aus, du hättest ein Kind und dein Kind fällt ins Wasser und ertrinkt und es wird irgendwie gerettet und es kommt ins Krankenhaus, ins 3 Tage lang im Koma und du weißt nicht, wird es überleben oder wird es sterben? Und jedes Mal und dann nach 3 Tagen, hey, erwacht Gott sei Dank aus dem Koma und alles ist wieder gut. Aber jedes Mal, wenn du an der Stelle vielleicht vorbeigehst, wo das passiert ist, kommt dieser Albtraum wieder hoch und diese ganze Angst und diese ganze Furcht und das Drama, das ist alles wieder, ja, allgegenwärtig. Und genauso sehe ich, glaube ich, ist das auch ein Stück weit vor Gott, wenn er sich dran zurückerinnert an diese Zeit. Dann ist das eine schreckliche Zeit, was da passiert ist, weil er von seinem Sohn getrennt worden ist. Aber für uns Menschen, best day ever, best day ever. Und das musste ich meinem Jack sagen und sagen, Jack, ich weiß, für Gott, für Jesus war es schlimm. Aber für uns ist dieser Tag so entscheidend und er ist so wichtig. Weil an dem Tag hat Gott die Verbindung zwischen uns Menschen und ihm wieder hergestellt. Und jetzt sagst du, hey, welche Verbindung, worum redest du da überhaupt? Also hör mal zu, die Bibel sagt, dass wir es alle verbockt haben. Wirklich, alle, jeder Mensch, selbst ich und der Papst und alle, wo wir denken, hey, die sind super, Mama Teresa und sowas, ja, die lebt nicht mehr. Aber wie auch immer, jeder Mensch hat es zu 100% verbockt. Keiner hat im Endeffekt es verdient oder hat so ein gutes Leben gelebt, dass er zu Gott irgendwie kommen könnte. Die gute Nachricht ist die, dass dafür Jesus am Kreuz gestorben ist, dass du und ich, dass wir wieder die Verbindung zu Gott haben können. So, jetzt, dass du dir das vielleicht ein bisschen besser vorstellst. Du machst Autoführerschein und du übst und büffelst wie bescheuert. Und der Test kommt und du versaust es. Okay, du gehst in die 2. Runde. Übst, büffelst, wie bescheuert, holst ja noch Nachhilfelehrer und sonst was, versaust es. Du machst es ein 3. Mal. Du versaust es. Du kriegst es einfach nie in deinem Leben hin. Warum? Weil dieser Test beispielsweise so brutal schwer ist. Du sagst, ja, ich habe schon einen Autoführerschein, gratuliere, aber es ist eine Metapher. So, du schaffst es nicht, aber dann irgendwann heißt es, hey, du kriegst den Führerschein. Er ist einfach gratis. Warum? Jemand anders hat den Test für dich gemacht. Und du denkst, was? Jemand anders hat den Test für mich gemacht? Wie soll denn das funktionieren? Ich meine, ich muss doch den Test machen. Ja, und ganz genauso müssen wir uns das vorstellen mit der Sünde. Jemand anders hat die Schuld für dich und für mich bezahlt. Und das ist doch total krass. Eigentlich eine Sache, eine Aufgabe, die ich doch machen müsste, hat jemand anders für mich erledigt. Und das ist das Geschenk, was wir Ostern bekommen haben, dass Jesus am Kreuz für deine und für meine Sünde gestorben ist, damit wir wieder ewiges Leben haben und damit wir wieder mit Gott in Verbindung kommen können. Und das ist das, was Gott uns verspricht. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann können wir eine ewige Verbindung zu ihm haben. Und wenn du dich fragst, wie geht das? Das ist ganz einfach. Du redest einfach mit Gott. Sprich zu ihm so, wie du zu irgendjemandem sprechen würdest. Zieh dich zurück in dein Zimmer und sag, Gott, ich will mein Leben ändern.
ich will dir nachfolgen, ich will dein Kind sein und ich will dieses Geschenk, was du für mich verbracht hast am Kreuz, hey, ich will das annehmen. Und dann such dir ein paar Christen, check vielleicht meinen YouTube-Channel ab, findest ein paar gute Videos noch oder ein paar andere YouTube-Channels, wo du einfach im Glauben weiterkommst. Aber such dir Leute um dich rum, die dich da im Glauben nach vorne bringen. Also in diesem Sinne, frohe Ostern an euch alle. Und ich baller mir jetzt mal meine super spicy Muscheln rein und hoffe und bete, dass sie die sehr gut abgekocht haben, dass ich keine Panzerei habe.